Angst, Lache, Hochgebirge. Und Angst, weiß man, kennt man, Lache ist nicht die Lacke, sondern Lache kommt vom Lachen. Die Würste funktionieren ja wieder, gibt es verschiedene, das sind Module, also diese einzelnen Wurstteile, die ja gegossen werden dann. Entweder werden richtige Frankfurter abgegossen oder Knacker oder diese Mortadella, die große. Und das sind aber dann wie quasi Bauklötzchen, die ich da habe. Und aus denen konstruiere ich dann wieder selbst eine abstrakte Form, entweder Türme oder figurativ angehauchte Skulpturen. Die heißen ja alle abstrakte Skulpturen. Aber auch wieder alles selbst gemacht, wie bei den Häusern, wie bei diesen Arbeiten, bei den Wurstarbeiten und gebrannten Tonskulpturen. Ich verwende meistens Möbel aus den 50ern bzw. 40ern, ein bisschen 60er Jahre. Ja, und das hat Eingang in meine künstlerische Arbeit gefunden und die Verwendung, so wie hier der Stuhl, und die Verwendung als Podest ist sozusagen nur ein anderes Kapitel. Ich habe die ersten Autos, die ersten Fat Cars, die ich groß machen wollte, zuerst als Modelle realisiert. Aber wie ich die Modelle gemacht habe, bin ich drauf gekommen, dass die Modelle eine eigene, interessante Form der künstlerischen Äußerung ist, weil es die Wirklichkeit verkleinert, die Realität verkleinert. Und dann gab es auch Umgekehrtes, wo ich Kleineres groß gemacht habe, was in der Kunstgeschichte eh schon öfter vorgekommen ist. Aber eben, um die Wertigkeiten sozusagen nochmal umzukippen. Wie bei der Mutter jetzt oder die Kartoffel. Alles ist möglich.